Get Your Gun ist ein im positivsten Sinne zutiefst amerikanisches Stück. Ein Broadway-Musical, das ein historisch-amerikanisches Thema behandelt. Es geht ums Showbusiness und es geht vor allem auch um eine große Liebesgeschichte, die historisch verbrieft ist, von Annie, Oakley und Frank Butler. Das Ganze ist in einer Western-Amerika, Buffalo Bill, Sitting Bull-Kontext sozusagen. Annie Oakley ist ein sehr junges Mädchen, welches mit ihren Geschwistern auf dem Land aufwächst, ohne Eltern. Das bedeutet, sie zieht ihre jüngeren Geschwister groß. Sie ist eine sehr gute Schützin. Sie trifft irgendwann auf Frank Butler, Buffalo Bill, die mit ihrer Wild West Show auf Tour sind und nimmt an einem Schießwettbewerb teil gegen Frank Butler und kann dort so sehr überzeugen, dass die Personen dieser Wild West Show Annie mit einladen, auf diese Tour zu kommen. Da kann die Frau aber besser schießen als der Mann. Und es dauert eben, damit sie sich endlich mal finden können. Anything you can say, I can say softer. I can say anything softer than you. Yes, I can. Er ist eben in diesem Zirkus ein Darsteller, der auch mit seinen eigenen Eitelkeiten zu kämpfen hat. Das Stück hat schon auch so mit Stereotypen zu tun, wie Männer und Frauen waren in der damaligen Zeit oder wie sie befangen waren in der Gesellschaft, wie sie haben sein müssen. Also im Stück ist geschrieben, dass sie lässt also der Frank gewinnen, damit er also einfach bestätigt kriegt, dass er doch der Beste ist. Und bei uns ist es so, dass sie bei der letzten Tour davor sich schon vereinigen. Es ist eine gemeinsame Entscheidung. Insofern ist Annie eine ganz emanzipierte Frau für damalige Verhältnisse gewesen. Wir sind da auch heute in einem Prozess oder auf einem Weg, wo sie schon einiges tut, aber natürlich gibt es Luft nach oben. Ich freue mich total, dass ich meinen eigenen Sound da reinbringen darf. Und es hat unglaublich schöne Melodien und ja, fast Schlager, die wirklich ins Ohr gehen. Es ist toll orchestriert. I got no hands for a kid.